herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist Christian Daniel Meyer. Christian, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hallo Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Christian, du bist ja seit 91 bist ja selbstständiger Unternehmer, nennst dich Meyer Master und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, weil es geht bei dir auch um das Thema Kampfkunst und zwar fernöstliche Kampfkunst und du scheinst da eine große Leidenschaft dazu zu haben. Und es geht auch bei dir, wie ich gelesen habe, auch um den Durchbruch durch vollständige Selbstbeherrschung. Und ich denke auch, das Thema Selbstbeherrschung ist auch für viele Fach- und Führungskräfte auch noch sehr interessant und wichtig. Und ich bin gespannt auf die Hinweise, die wir von dir erhalten. Und ich möchte dir gerne auch die erste Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du könntest heute einen Bericht schreiben, eine Story, eine Geschichte über deinen Lebenslauf. Und jetzt braucht diese Geschichte einen Titel. Wie lautet dieser Titel? Wunderbare Frage, Christoph. Ich bin ja eigentlich am Buch schreiben, darum ist es ganz spannend, dass du mir diese Frage als erstes stellst. Wie würde es nennen? Ich würde es nennen Never Give Up in Englisch Till Success. Also gib niemals auf, bis du den Erfolg erreicht hast. Das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat in meinem Leben, von klein auf, weil ich ja auch aus dem Wettkampfsport komme und da hat das dieses Never Give Up natürlich eine ganz wichtige Rolle, hat das immer gespielt in meinem Wettkampfleben. Und darum würde ich es so nennen, glaube ich. Sehr schön, wunderbar. Was hast du mal ursprünglich mal gelernt oder auch studiert? Ja, ich komme ja eigentlich von der normalen Lehre als Radio-TV-Elektriker. Ich habe mich mit Elektronik auseinandergesetzt damals. Bin dann nach der Lehre direkt in ein Entwicklungslabor gegangen, in ein Elektronik-Entwicklungslabor. Und dann nach dieser Zeit hat mich dann die Netzwerktechnik fasziniert. Das heißt, ich war von vielen, vielen Jahren einer der ersten, der verstanden hat, wie man Computer vernetzt, dass sie miteinander reden können. Und habe das auch für eine große Zeitung in der Schweiz als Supporter gemacht. Und der nächste Schritt war dann ins Product Management von einer großen Handelsfirma, Computerhandelsfirma, wo ich als Product Manager unterwegs war und so diese Unternehmerfähigkeiten schon ein bisschen gelernt habe. Genau. Und dann nach dieser Zeit im Product Management habe ich mich dann selbstständig gemacht, wie du es schon gesagt hast, 1991. Also ich habe nächstes Jahr mein 30-jähriges. Wahnsinn. Okay. Wieso hast du dich eigentlich so früh schon selbstständig gemacht? Ja, das war so diese Berufungsgeschichte. Berufung hat ja das Wort Ruf drin. Und Ruf ist ja gemeint, so wie ich es verstehe, der innere Ruf. Und das hat mich halt immer innerlich, ja wie gesagt, gerufen, dass ich mein Hobby, das war die Kampfkunst, du hast es schon erwähnt, von klein auf, ich bin ja mit 6 Jahren in die Kampfkunst eingestiegen, hat mich dieser Ruf erreicht und ich habe immer eigentlich den Wunsch und das Ziel gehabt, das Hobby zum Beruf zu machen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man das Hobby, was man ja freiwillig macht, was man liebt, zum Beruf machen kann oder zur Berufung und das leben kann. Und mit 23 war dann so ein Scheideweg, wo ich mich entscheiden musste, Computerkarriere als Product Manager in dieser Firma, wo ziemlich stark Geld bügelt wurde und ich war halt eine Nummer in einem Konzern, oder meiner Berufung zu folgen und sehr viel loszulassen, auch materielle Sachen loszulassen, Lohn und so weiter, Vorstellungen loszulassen und meine Berufung zu leben. Und das habe ich mit 23 Jahren gemacht, 1991, jetzt weißt du auch, wie alt ich bin. Und ich habe keine Sekunde in meinem Leben bereut. Fantastisch. Jetzt erzähl uns doch mal, was machst du heute genau? Also heute bin ich ja unterwegs jetzt als die ganze Kampfkunstkarriere natürlich habe ich aufgebaut. Ich bin unterwegs als Trainer, Leadership Trainer und Coach. Ich mache Master Coaching. Das heißt, ich habe 2 Firmen, die ich gegründet habe. Eben gesagt, eine 91, eine 95. Die eine Firma, die ich 91 gegründet habe, war diese Kampfkunstorganisation, wo das Coaching daraus entstanden ist, das ich heute mache. Und im Coaching-Bereich coache ich Unternehmer, Führungskräfte im 1-zu-1 Coaching oder auch Leute, die Ängste haben, die Blockaden haben, die diese Blockaden lösen wollen. Oder Menschen, die eben ihre Berufung auch spüren, aber vielleicht den Mut noch nicht haben, diesen Weg zu gehen. Und da habe ich natürlich die Erfahrung und kann den Menschen viel auf den Weg mitgeben, sagen, wie habe ich es gemacht, das ist meine Selbsterfahrung und wie würde ich es tun. Und so berate ich diese Menschen und betreue sie
Und das zweite, die zweite Firma, die GmbH, die ich gegründet habe, 95, ist eben diese Trainerfirma, wo ich international unterwegs bin bereits, mit KMUs arbeite und Konzernen, wo ich Leadership-Trainings mache, also für Führungskräfte und Teams, die eben gewisse Themen haben, die sie nicht lösen können, sei das jetzt der Fokus ein bisschen verloren aufs Business, zu wenig Entschlusskraft, zu wenig Motivation, zu wenig inneres Feuer, sie brennen vielleicht nicht mehr für das, was sie tun, oder das Team hat die falsche Energie, die einen wollen in diese Richtung, die anderen wollen in diese Richtung ziehen. Und da komme ich und mache mit denen Teamtraining übers Bogenschießen zum Beispiel oder Schwertkampfkunst. Weil ich aus der Kampfkunst komme, verwende ich natürlich diese Mittel. Und da bin ich ein bisschen unique. Das heißt, in ganz Europa gibt es ganz wenig Leute, die eben über die Kampfkunst, und das ist doch jetzt 46 Jahre, wo ich diese Erfahrung habe, über die Kampfkunst Trainings machen, wo die Leute das dann wirklich spüren. Also wenn du über ein Schwert zum Beispiel, ein Schwerttraining, Leadership-Training machst mit dem Schwert, das löst natürlich ganz viel aus bei den Menschen. Oder übers Bogenschießen Zielseminare definierst. Ja. Und heute mache ich diese zwei. Okay. Kannst du das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Ich finde das hochspannend. Also wie entfachst du sozusagen das Feuer wieder in so einer Führungskraft oder in so einem Team? Wie gehst du da vor, wenn du jetzt zum Beispiel das Schwert benutzen möchtest oder auch den Pfeil und Bogen? Nimm uns da mal mit, bitte. Wie machst du das? Genau, also zum Beispiel das Bogenschießen. Nehmen wir das Beispiel des Bogenschießen. Bogenschießen hat ja sehr, sehr viele Themen drin. Ja? Und über das Bogenschießen kann man unglaublich viel im Bereich von Teambuilding machen und Ausrichtung des Mindsets. Ich bin ja spezialisiert auf Mindset-Training, das heißt der mentale Part. Das ist eines meiner Steckenpferde. Und wenn jetzt zum Beispiel die Leute die Motivation oder die Zielrichtung ein bisschen verloren haben, sie wissen nicht, in welche Richtung es geht, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, in dieser Krisenzeit, und sie müssen sich verändern, also sie müssen aus ihrer Komfortzone rauskommen, sie müssen die Komfortzone verlassen lernen, sie müssen sich verändern können, das Thema Resilienz steht da ja im Vordergrund. Dann rufen sie mich an, wir analysieren die Situation, wo stehen die Leute, wo steht die Firma, wo steht das Team, was sind die Ziele von so einem Training, dann schauen wir das an und dann definieren wir das halt und über das Bogenschießen, über das wirklich spürbare, erfahrbare, also nicht nur Theorie, wie es viele Trainer halt machen, sondern über das wirklich physische Erleben, gehen wir dann in diese Themen rein. Das hat dann zu tun, zum Beispiel beim Bogenschießen, dass wir die Stabilität anschauen. Wie stabil stehst du beim Bogenschießen? Welche Position nimmst du ein? Dann, wie setzt du die Distanz zum Ziel und so weiter? Ja, dann, was ist das eigentliche Ziel, das wir uns vornehmen? Und dann auch, wie gehst du in die Spannung? Wenn du einen Bogen ziehst zum Beispiel, das ist ja die Metapher dafür, ist die Spannung. Du kannst den Bogen überspannen. Das sind meistens die Leute, die überenthusiastisch sind oder eben die Manager, die nur noch Go, Go, Go leben. Ja. Und du kannst den Bogen auch zu wenig spannen. Dann geht der Pfeil auch nicht zum Ziel. Das heißt, sie müssen dann lernen, was ist die ideale Spannung. Beim Spitzensportler ist es der Grundtonus. Nicht Übertonus, nicht Untertonus, sondern Grundtonus. Wir gehen dann in diese Spannungsthematik rein. Und dann kommt also ganz Wichtiges beim Bogenschießen mit Teams und Leaders. Sie lernen loszulassen. Du musst dir vorstellen, wenn du die Sehne nach hinten ziehst beim Bogen und dann musst du die Hände aufmachen, damit der Pfeil zum Ziel fliegt, wo du Distanz vorerst gewählt hast. Die Distanz übrigens ist immer das Projekt, die Projektzeit, ja, die Distanz. Sind das 6 Meter, 7 Meter, 10 Meter, wo ich schieße? Das ist auch zum Beispiel, brauche ich 6 Wochen dafür, 7 Monate oder wie lang? Und da müssen die Manager lernen, loszulassen. Und ganz viele Manager, sie haben nicht gelernt, loszulassen. Ja, das ist ein ganz schwieriger Effekt. Das heißt, sie lernen dann, den Pfeil loszulassen, um zu vertrauen, dass da, wo sie hinschießen, dass das richtig ist. Das heißt, das Selbstvertrauen wird gestärkt. Und dann kommt der Prozess. Denn wenn sie noch nicht am Anfang richtig getroffen haben, da müssen Sie lernen, über kleine Modifikationen, zum Beispiel Atmung anders machen, die Positionierung anders machen, ja, von welcher Position schießt du, gehst du einen Meter nach vorne, einen Meter zurück und 2 Meter zur Seite, dann lernen Sie das und dann durch diese Veränderung, durch diesen Prozess kommen Sie am Schluss dann zum Ziel. Ja. Und dann schießt man zum Beispiel gemeinsam auf ein Ziel. 10 Leute, alle spannen den Bogen und schießen auf ihr gemeinsam definiertes Ziel. Und dann die Löcher auf diesem Blatt, wo das Ziel draufsteht zum Beispiel, ist dann die Metapher, dass man dann aufhängt, jeder unterschreibt, hat sich committed für das Ziel, unterschreibt das, das hängt man dann in die Firma und hat einen Anker, hat eine Metapher. Ich bin ja auch Hypnotherapeut, mache Hypnosen und da setzt man mit Anker natürlich ganz viel im Unterbewusstsein fest. Und so arbeite ich zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, beim Bogenschießen. Okay. Was ich mich jetzt gerade frage, wie funktioniert denn der Transfer in Alltag? Weil jetzt mache ich, sage jetzt einfach mal etwas ganz platt, ich mache einen Wochenendkurs jetzt bei dir, übe das Bogenschießen und werde da sogar noch vielleicht relativ gut und merke, dass ich dann loslassen muss, die entsprechende Spannung habe etc. Aber wie setze ich das nachher im Alltag um?
Also im Alltag ist es, wenn du es erlebst, das ist eben der große USP, den ich habe für mein Training, wenn ich über den Körper gehe, also über die Körpererfahrung. Wir haben ja 6 traditionelle Sinne, sagen wir 5 traditionelle, wir haben die Intuition als 6. Sinn. Und ich sage immer, wir haben eigentlich 7 Sinne, der 7. Sinn ist der Blödsinn. Ja? Das heißt, das innere Kind. Jetzt der Transfer geht so, dass wenn du den Menschen ein Erlebnis gibst, dass sie über den Körpersinn, über den taktilen Reiz auch spüren, nicht nur sehen und hören, wenn du es in einem Seminarraum machst über Flipchart oder über Filme, die Leute trainierst, was absolut okay ist. Also wenn du das physisch machst, dann wird der Körper abspeichern, was du erlebt hast. Und dieses Memorisieren im Unterbewusstsein von dieser Technik, von dieser Bogentechnik, mit dem Thema, dass wir natürlich sagen, zum Beispiel, jetzt lernen wir das Thema Loslassen. Und dann machen wir direkt beim Training den Link, was bedeutet Loslassen bei dir im Job? Was heißt Loslassen? Loslassen zum Beispiel von einem Manager, wenn er 10 Leute führt, heißt, ich delegiere eine Arbeit an meine 10 Leute und lasse dann komplett los. Kann ich das? Und das lernst du ja beim Bogenschießen, dass es nur geht, dass du das Ziel erreichst, wenn du den Pfeil bereit bist, loszulassen. Das heißt, die Sehne nach vorne spicken kannst. Du erlebst es direkt im Körper und der Körper wird sich daran erinnern, weil du ja einen Anker setzt. Wir setzen ja diese Ankers, ja, im Unterbewusstsein. Und du weißt, 95% von Menschen ist unterbewusst gesteuert. Das heißt, alles, was wir erleben, und wenn wir es eben physisch erleben, in dieser Form von Bogenschießen oder Schwertkampf oder was auch immer es ist, dann speichert sich das ganz anders ab, als wenn du nur siehst oder nur hörst. Ja, da gibt ja auch dieser Spruch, wenn du selbst tust, dann wird es wirklich so, dass es verankert wird und auch nachhaltiger ist, als wenn du nur siehst und hörst. So setzen wir diese Anker und die machen natürlich jedes Mal in den Trainings, in den Workshops und Seminaren, machen wir die Brücke ins Business. Das ist ganz wichtig. Direkter Transfer. Ja. Und wie geht das mit dem Schwert? Schwertkampf ist ja was mich schon seit vielen, vielen Jahren fasziniert, schon von klein auf. Ja, das ist ja auch das Letzte, was ich jetzt gelernt habe, die letzten 16 Jahre jetzt unter meinem Meister aus Korea. Ich habe immer mit asiatischen Meistern trainiert. Dieser Meister hat mich gelernt, dass diese Schwertkampfkunst halt wirklich eine Disziplin ist, die unglaublich tief in uns verankert ist eigentlich. Ja, das Schwert wie auch der Bogen, das hat eine ganz lange History beim Menschen. Und Schwertkampf zum Beispiel, wenn du das Schwert ziehst, ich gebe dir ein Beispiel, dass man es gut versteht. Wenn du ein Schwert von der Hüfte her ziehst, dann ziehst du es und du entscheidest dich vorher, dass du es ziehst. Das heißt, die Entscheidung fällt vorher. Dann ziehst du das Schwert aber komplett raus. Und nicht nur, du ziehst es raus und tust dann nichts damit, sondern du machst dann wirklich auch den Cut, das heißt die Action. Jetzt ganz viele Menschen sind da draußen so drauf und unterwegs, dass sie das Schwert halb rausziehen, dann zögern sie, dann schieben sie das Schwert wieder zurück in die Scheide, in die Schwerthülle und wissen nicht so genau, soll ich wirklich, soll ich nicht. Ja? Dass sie haben noch nicht vielleicht das Vertrauen, dass sie das Schwert rausziehen und den Cut machen. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, sie ziehen raus, sie zögern, soll ich nicht, ja, vielleicht, maybe, ja, probieren wir mal diese Energie. Und diese Energie, vielfach ist halt so, dass diese Energie nicht reicht. Wir müssen in eine klare Energie kommen. Und Schwertkampfkunst zeigt natürlich unglaublich diese klare Energie. Das heißt, wenn wir ein Schwert ziehen, aus der Scheide ziehen, dann machen wir den Cut und das lernen wir. Also wir sind fähig, dann wirklich dahinter zu stehen, nach was wir gemacht haben. Das ist dann der nächste Schritt. Wir ziehen das Schwert komplett raus, machen die Action, kommen ins Tun, ins Handeln und stehen dann dazu 100% dahinter. Gerade die Führungsleute, die Managers, müssen das ja. Sie stehen dahinter, was sie getan haben damit. Also so im übertragenen Sinn. Wir benutzen natürlich nicht das Schwert im Business, du weißt, wie ich meine. Ja? Das ist nur ein Trainingsform. Aber eigentlich Entschlusskraft ist eigentlich das Schwert der heutigen Zeit. Ja? Ist die Entschlossenheit. Ich sage immer, das Schwert der heutigen Zeit ist die Entschlossenheit. Und ganz viele Leute sind nicht entschlossen. Und damals, wo ich 91, hast du mir vorher die Frage gestellt, warum so früh mit 23? Ich kann dir sagen, es ging darum, dass es eine Entscheidung brauchte. Mit 23 Jahren hatte ich super Job als Product Manager, habe wirklich gutes Geld verdient, war umsatzbeteiligt und so weiter, habe nachher viel weniger verdient, wo ich meine Selbstständigkeit mit meiner Kampfsportschule angefangen habe, habe das aber gemacht, weil es brauchte diese Entscheidung. Und beim Schwertkampf ist dieses Entscheiden schon drin, weil die Hülle, die Saya heißt ja Scheide, Schwertscheide, Entscheiden heißt, ich ziehe das Schwert aus der Scheide raus, aus der Schwertscheide und mache diesen Cut. Also ich entscheide mich. Ja? Und diese Klarheit, diese Handlungskompetenz, das teach ich sehr, sehr gerne mit über das Schwert mit den Leaders und Managers. Mhm, gefällt mir. Habe ich das so erklärt, dass du es... Super. Ja? Ja, ist fantastisch. Gut. Genau. Also das heißt, dein Angebot richtet sich dann vor allem auch an Führungskräfte. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also im Coaching-Bereich, da nehme ich nicht nur Führungskräfte, da coache ich auch Leute, die einfach wirklich Ängste haben, weil ich auch manchmal Hypnose oder andere Sachen einsetze, andere Tools, die ich gelernt habe. Ich habe so viele Weiterbildungen gemacht, Kinesiologie studiert und so weiter. Ich bin ausgebildeter Strategie-Coach. Und da nehme ich die Leute, die halt so einen Weg zu mir finden, weil ich werde ja meistens vermittelt, das im Sinne von, die Leute reden drüber, weil es einen positiven Effekt hatte. So kriege ich auch meine Kunden. Mund-zu-Mund-Werbung ist immer das Beste, was man haben kann, wenn man empfohlen wird. Und beim Training ist es so, dass ich meistens Firmen, KMU und Großkonzerne mitarbeite, meistens mit Kadern, Top-Kader und Kader. Ja, genau. Weil da top-down natürlich die meiste Sache bewegt werden kann, weil ich die Kaderleute abhole und in der Firma drin bin und die sehen den Mehrwert von meinem Training, dann ist es vielfach auch so, dass es dann runtergeht in weitere Kaderstufen. Kann auch mal sein, dass ich eine ganze Firma trainiere. Weil die einfach sagen, das brauchen unsere Leute auch, die jetzt nicht Kaderstufe haben. Also ich bin nicht so, dass ich nur ausschließlich Kader, aber es ist mein Fokus, mein Main-Fokus ist Kader, Top-Kader, C-Level-Leute und da arbeite ich sehr gerne, weil die haben viel bewegen können in einer Firma. Sehr schön. Kannst du uns vielleicht noch so zwei, drei Tipps noch geben, jetzt auch aus deiner Erfahrung raus, speziell vielleicht auch jetzt für Führungskräfte, um zu entscheiden? Genau. Also es gibt so Tipps und einen Spruch, der ganz, ganz wichtig ist für mich, der immer wichtig war von klein auf, der heißt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das wissen viele Leute nicht. Das heißt, Fokus, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, was in der Kampfkunst sehr, sehr wichtig ist und ich in diesen 46 Jahren wirklich gelernt habe. Und ich hatte ja 16 Jahre die Möglichkeit, mit einem Tempelmeister, mit einem Mönch zusammenzuarbeiten aus Korea, der aus dem Kloster kam. Und da habe ich auch meditieren gelernt, Atemtechnik gelernt, in der Ruhe liegt die Kraft und so weiter. Fokussieren gelernt. Und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, diesen Fokus. Wo halte ich meinen Fokus? Bin ich problemfeuerorientiert mit dem Fokus oder lösungsfeuerorientiert? Ja? Und ich sage immer, fokussiere deine Gedanken, fasse einen Entschluss und trete in Aktion. Das ist auch so ein Spruch, den ich mir verinnerlicht habe. Trete in Aktion ist eben das mit dem Schwert. Ne? Wenn ich das Schwert rausziehe, trete ich in Aktion und dann komplett. Das heißt, ich mache das und wenn es in die Hose geht, schaue ich hin, warum ist es in die Hose gegangen, was muss ich verändern? Ich verändere es, wie beim Bogenschießen, Prozess, ja, ich verändere ein bisschen die Positionierung, die Ausrichtung und plötzlich trifft der Pfeil. Und beim Schwert ist es genau dasselbe. Ja. Was auch wichtig wäre, also als Tipp, was mir immer wieder geholfen habe, wenn wir Probleme kriegen, Christoph, dieses Problem, ich sage immer, Pro heißt dafür, weil es für dich kommt. Ja, sonst würde es Kontrablem heißen. Und dieses Problem, wenn wir dieses Problem annehmen, ich sage immer, Problemlösung hat drei Phasen. Das wissen viele Leute nicht, es hat drei Phasen. Die Phase 1 ist nicht die Analysierung des Problems. Die meisten Leute, wenn sie rationell unterwegs sind, und ich bin auch sehr intuitiv unterwegs als Kampfkunstmeister, die meisten Leute gehen direkt in die Analyse. Sie wollen verstehen, warum sie das Problem haben. Ich glaube, die Phase 1 jeder Problemlösung ist die Akzeptanz. Man muss das Problem zuerst akzeptieren, annehmen. Weil aus irgendeinem Grund kommt das Problem. Egal, ist es Corona-Krise, ist es Arbeitslosigkeit, ist es Geldproblem, ist es Liebesproblem, Beziehungsproblem. Immer akzeptieren zuerst, weil irgendwie aus einem Grund kommt es. Und dann kommt in Phase 2 die Analyse, weil der Verstand will ja verstehen. Darum heißt er ja Verstand. Er will verstehen. Wie Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, das ist so diese Verbindung. Und nach der Phase 2 analysieren, kommt die Fokussierung. Das ist wieder diese Achtsamkeit, diese Ausrichtung des Geistes. In welche Richtung fokussiere ich? Und ich hoffe, die Menschen fokussieren auf Lösungen, nicht auf Probleme. Also die Phase 3 ist dann die Fokussierung auf die Lösung. Das ist ganz wichtig, weil die Ausrichtung des Mindsets, der Gedankenkraft, ist unglaublich entscheidend, weil wir wissen, Gedanken formen die Materie, formen die Realität und wo wir uns ausrichten mit dem Mindset, da geht auch die Energie hin. Also ich sage immer, wenn du Holz in Form von Gedankenkraft auf deinen Namen hast und du schmeißt das ins Problemfeuer, wenn Holz ins Feuer geht, nimmt das Problemfeuer zu. Ja, das ist, wenn du dem Problem Energie schenkst, und das ist halt die Massenmedien, die wir haben, ja, die sind manchmal so orientiert, dass man halt die Probleme darstellt und wir sind dann da drin und wir fokussieren ins Problem, dann wird die Lösung nicht kommen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auf das Lösungsfeuer, das heißt das Holz in Form von Mindset, Gedankenkraft, ins Lösungsfeuer schmeißen. Und dann kommen die Lösungen auch. Ja, dann zeigen die sich. Das ist ganz wichtig. Das ist auch eine Erkenntnis meiner vielen Jahre Erfahrung als Coach und Trainer. Fantastisch. Vielen, vielen Dank, Christian. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen auch an dich als Person. Und zwar, würdest du sagen, kannst du heute mehrheitlich das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst?
Also das ist wirklich eins, ich glaube, Luxus definiert sich genau in diese Richtung. Ich glaube, ich habe Luxus und Freiheit in diese Richtung bekommen, nach 29 Jahren Selbstständigkeit, dass ich mir heute aussuchen kann, wo will ich arbeiten, wann will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten. Und das ist ein Luxus, wo ich sagen muss, wow, das ist für mich Freiheit. Und das habe ich, ja, das habe ich erreicht. Gratuliere. Sehr schön. Du hast vorher schon kurz angesprochen gehabt, das Thema Berufung. Und zwar, eben Steve Jobs hat ja schon gesagt, find your purpose. Was würdest du als deinen Life Purpose, als deine Berufung, als deine Bestimmung beschreiben wollen? Ich glaube, meine Qualität oder ich als Person mit meinem Sein auf dieser Erde hat die Fähigkeit, mit Menschen zu arbeiten, Menschen empathisch zu spüren, sie wahrzunehmen und dann eben wirklich zu begleiten. Ein Coach begleitet ja eigentlich nur. Ein Coach begleitet die Menschen oder auch ein Trainer begleitet die Menschen, gibt natürlich als Trainer vor allem auch Inputs von seiner Erfahrung und versucht die Leute dahin zu begleiten, dass sie eben auch in den Erfolg kommen und dass sie vielleicht auch in die Leichtigkeit kommen. Wenn ich so sehe, wie die Leute sich abrackern, schuften und sie nirgends hinkommen, viele Leute, dann frage ich mich immer, warum wählen sie nicht jemanden, der sie betreut, begleitet, damit diese Leichtigkeit, diese Gelassenheit kommen kann ins Leben. Weil ich glaube, zu wissen aus meiner Selbsterfahrung, dass es geht. Es geht in Leichtigkeit, Gelassenheit. Natürlich kriege ich Probleme. Auch ich habe Probleme und werde herausgefordert vom Leben. Ich bin nicht problemfrei. Aber wie gesagt, ich gehe mit Problemen anders um. Weil ich es gelernt habe, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Kennst sicher Vogel-Strauß-Taktik, ja? Der streckt den Kopf manchmal in den Sand und das Gesäß nach oben. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so unterwegs. Ich möchte sehen, wohin es geht, die Reise. Und wenn ein Problem kommt, gehe ich nach diesen drei Phasen vor und das funktioniert meistens unglaublich schnell. Ja. Ich habe letztes Mal auch mein Auto wieder verschönert, ja, in der Garage angehängt und dann habe ich 5 Minuten vielleicht kurz mich aufgeregt. Ich habe es akzeptiert, ich habe mich kurz analysiert, warum ist es passiert, habe mich kurz aufgeregt und habe dann auf die Lösung geschaut. Nach 5 bis 10 Minuten war das Ding durch. Und ich hätte mich jetzt auch eine Woche aufregen können. Aber was bringt's? Darum glaube ich, mein Purpose ist schon so in diese Richtung. Ich möchte die Menschen begleiten auf ihrem Weg, dass es ihnen leichter geht, dass sie in die Gelassenheit kommen, dass sie ins Herz kommen. Ganz wichtig für mein Leben war immer Herz, Bauch, Kopf. Nicht nur Kopf, also bitte nicht nur rationell. Ganz wichtig, Intuition einschalten. Wir sind unglaublich gesegnet in die Intuitionsthemen, wenn wir darauf uns verlassen. Und das Herz ist halt wirklich die stärkste Energie. Wir müssen in die Herzenergie kommen und mit dem Herzen arbeiten. Auch Leaders, ganz wichtig. Empathisches Leadership übers Herz. Dann erreichen wir unsere Mitarbeiter. Sehr schön, wunderbar. Jetzt, du hast ja eben sehr früh schon deine Entscheidung getroffen. Aber gibt es da trotzdem etwas, wo du sagst, wenn wir so eine kleine Zeitreise machen, zurückgehen so zum 20-jährigen Christian, gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich ihm noch ganz gern mit auf den Weg gegeben? Ich muss gerade überlegen, wo ich dann stand mit 20. Ja, da war ich, wie gesagt, angestellt bei dieser Firma, als Product Manager unterwegs. Ich glaube, ich würde wirklich Ihnen einen Tipp geben, geh mehr in diese Leichtigkeit, mehr atmen. Ich habe damals mit diesem Stress eigentlich auch vielfach in dieser Firma vergessen zu atmen. Ich habe heute oder viele Jahre, wo ich mit diesem Mönch unterwegs war und von ihm gelernt habe, gelernt, dass Atmung unglaublich erdet und zentriert. Dass man über die Atmung unglaublich viel Leichtigkeit bekommen kann, wenn man einfach mal lernt, richtig zu atmen. Ausatmen, einatmen. Ja? Und beim Ausatmen hat man manchmal ein bisschen länger aus als ein. Weil man weiß ja, Einatmen ist Spannung, Ausatmen ist Entspannung. Hat man zu viel Stress, Christoph, dann ist es ja so, dass man zu viel einatmen, hat zu viel Spannung. Dann müssen wir entspannen, das heißt mehr ausatmen. Ich würde dem 20-jährigen Christian sagen, lern schon mit 20 richtig zu atmen. Wow, super. Gibt es jetzt auch irgendwelche Bücher, die dich selber begeistert haben, wo du sagst, die kann ich hier noch gerne weiterempfehlen? Ja, ich habe viele Bücher gelesen oder manchmal kaufe ich ein Buch, da interessiert mich der Titel, dann der Titel springt mich praktisch an, dann kaufe ich das Buch, lege es mal zur Seite und wenn ich dann eine Frage habe, öffne ich es und schaue nur diese eine Frage an, schaue mal ein Kapitel an oder eine Seite und schaue mal, was das mir sagen möchte. Ich bin gerade an einem Buch lesen, das heißt Der Guru in uns von Pirmin Lötscher. Das ist ein sehr cooles Buch. Das geht wirklich um das Thema Guru, meint er eben die Intuition. Und ich kann jedem empfehlen, mehr auf diese Intuition zu hören. Wir haben diese intuitive Kraft. Wir haben das vielleicht nicht gelernt, auch in der Schule nicht. Es gab kein Fach Intuition. Da wird ja mehr die linke Hirnhälfte aktiviert, ja, mehr das Rationelle trainiert. Und ich würde wirklich den Menschen vorschlagen, geht in Shops und kauft euch Bücher über Intuition. Und Der Guru in uns von Pirmin Lötscher ist ein Hammerbuch. Gerade neu erschienen im Liv-Verlag. Kann ich absolut empfehlen.
Sehr schön. Hat es noch weitere oder ist das? Ja, es gibt natürlich weitere. Es gibt Bücher von Martin Zoller, gibt es Bücher, die ich ganz gut finde, auch zum Thema Intuition, zum Thema die Kraft der Intuition, Weissagung. Ich habe auch Kurse gemacht bei Martin Zoller im Bereich von Remote Viewing zum Beispiel, gibt es Bücher. Remote Viewing ist die Möglichkeit, dass man über die Intuition so ein bisschen in die Zukunft spüren kann. Tönt vielleicht blöd, kann man die Zukunft spüren. Wenn man verstanden hat, was die Zeit wirklich ist, dann ist es vielleicht möglich in diese Richtung. Und es gibt da gute Bücher von Martin Zoller, der in diese Richtung geht. Er ist ein spiritueller Seher, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist gut unterwegs und das sind Bücher. Und dann habe ich natürlich ganz viele Kampfkunstbücher gelesen. Ja. Also ein Buch von Komyong, Son Sanim Komyong, das Buch für das Leben, ist eines der Bibelbücher, ich nenne es Bibelbücher der Kampfkunst. Das ist ein Riesenteil. Das hat irgendwie 600, 700 Seiten und es ist da ist die ganze Kampfkunst drin, die ganze Hapkido-Kampfkunst, die ich 16 Jahre lernen durfte von ihm. Bewegungskunst für das Leben von Son Sanim Komyong, das ist auch ein Buch, das ich empfehlen kann. Absolut top. Okay, super. Wunderbar. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Schon mal bis hierher. Jetzt, wenn jemand das hört und sagt, ich würde wahnsinnig gern mal mit dem Christian Kontakt aufnehmen, wie machen wir das jetzt am einfachsten bei dir? Ja, ich habe natürlich wie viele Unternehmer auch meine eigene Homepage, die ich jetzt gerade neu gestylt habe. Ich habe mich neu positioniert natürlich, vor Corona noch, im Thema Leadership und Teambuilding. Und das ist diese www.maya-master.com-Seite. Da habe ich alle Daten, wo ich zu finden bin, wo ich unterrichte, was ich unterrichte, hat zwar schöne Videoclips drauf. Man kann mir natürlich eine E-Mail schreiben, coaching@maya-master.com oder mich auch anrufen. Die Telefonnummer ist auch auf meiner Homepage drauf. Super. Und Social Media bist du wahrscheinlich auch unterwegs? Natürlich, Social Media, Facebook, Christian Daniel Meyer und auch im Instagram bin ich drauf und LinkedIn natürlich. Also ihr könnt mich auch auf LinkedIn kontaktieren. Bin ich sehr, sehr gerne vernetzt mit Menschen, die auch offen sind und offen denken. Und ja, würde mich freuen. Sehr schön. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank mal für das Gespräch. Mir ist so viel Spaß gemacht. Sehr spannend gewesen, mal ganz andere Seiten mal kennenzulernen. Und wünsche dir weiterhin alles Gute und bis bald dann wieder mal. Danke dir auch, alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.